Hey, ich bin Schau, ich heiße herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Wir befinden uns jetzt im Schloss und können es mal ein bisschen erkunden. Munitionstechnisch stehen wir eigentlich ganz gut da. So, ich muss mal eben überlegen, wo wir hergekommen sind. Das ist die große Halle. Finde der vier Engel Antlitz. Du wirst belohnt werden. Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Aua. Das ist ja gut los. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Ah, ihr Bruder. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Das sind so süß, die Töchter. Umsehen. Wie soll man denn damit doch schießen können jetzt? Die sind doch völlig krank. Das merkt er jetzt erst. Okay. Achso, das war, um es hochzuziehen, ne? Unsere Waffen haben wir aber noch. Das ist ja echt nett, dass sie uns nichts abnehmen hier. Das Weinglas. Oh, das ist, stimmt, das ist hier wieder... Mal zurück. Schätze. Ihr blutrotes Weinglas. Wertvoll. Das können wir wieder verhökern. Ich frage mich jetzt, ob die Mädels uns immer verfolgen werden hier. Schade, da ist nichts drin. Können wir das da zerhauen? Schade. Das ist also das Privatgemach unserer Lady. Ich liebe sie ja. Okay. Das kennen wir schon hier mit dem hauchdünnen Stoff, der hier drüber liegt, ne? Einfach nur irre.
Oh, was ist denn hier? Mädchen bei der Ernte. Ah, stimmt. Kommen wir da durch? Zumindest ging das in der Demo, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt mal gucken, ob wir noch irgendwas... Das können wir noch öffnen. Das Schloss ließe sich leicht knacken. Wo genau sind wir denn jetzt? Ah, Schlafgemach, okay. Also rote Bereiche heißt ja immer, da gibt es noch was zu finden, ne? Das heißt, wir könnten doch mal hier hin und wir könnten noch mal hier hin, weil da der Kaufmann ist. Hm, dann müssen wir uns noch mal umgucken. Da war zu, okay. Ja, Schrott. Sehr gut. Wo auch immer das lag. Ach, hier oben drauf. Ich war noch klein. Okay. Viele Schuhe liegen hier rum. Warum liegen hier Schuhe rum? Oh, der Ring. Ring mit rotem Auge. So kommen wir hier raus. Hallo, Herr Ritter, da sind wir wieder. Wir kennen uns schon aus der Demo. Oh. Chemikalien, sehr gut. Da liegt auch noch was drin zum Klauen. Und das können wir auch kaputt machen. Ach, wie schön. Alles kaputt hauen. Den Teller auch. Jawohl. Nice. Herr Ritter? Komisch. Die Ritterrüstung ist irgendwie, die hält Stiche aus. Weiß auch nicht warum. Okay, nice. Wo sind wir jetzt? Das ist ein Zwischengang. Halle der Vier. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay, hier brauchen wir vier Engelsgesichter, damit wir hier durch dieses Tor kommen. Mal gucken. Finde der Engel Flier, finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet werden. Genau. Huch, nicht so laut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Händler. Wenn der jetzt hier ist. Ja, er ist hier. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, warum nicht? Kann ja auf jeden Fall was verkaufen hier. Nochmal ein Kristallfragment, das Weinglas. Und das war's erst. Was können wir uns dann Schönes kaufen? Ich habe gerade aufgestockt. Oh. Der Bauplan für Scharfschützenmunition. Wir haben aber noch kein Scharfschützengewehr. Was können wir denn noch kaufen? Ah, ausverkauft. Das Messer. Die Waffe ist ausverkauft und der Bauplan. Wir können es vielleicht zurückkaufen. Also 10.000, um unser Gepäck zu... Ach, man kann sogar noch mehr. Guck mal, was haben wir noch hier? Waffen, Zubehör. Ah, okay, so können wir filtern. Das Magazin für die Lemi. Oder das Ding. Ich glaube, wir sparen erstmal. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ich komm zu dir, alles klar. Erstmal speichern. Und dann gucken wir uns mal weiter um. So, das haben wir schon gelesen, alles cool. Ich schätze mal, wir müssen dann da in diese große Halle, hä?
Aber ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige einen einzigen Dietrich gefunden. Ich guck gerade, ob wir nochmal in dieses Hauptschloss kommen. Angeblich gibt es da ja noch was. Weiter geradeaus. Da. Ach so. Weil hier der Fahrstuhl ist. Vielleicht deswegen. Deswegen gibt es hier noch was zu tun, hä? Ich dachte, wir hätten hier noch was übersehen. Da war er immer noch zu. Irgendwas stöhnt hier, aber ich glaube, es ist nur der Typ hier in dem Safe Room. Ich lasse ihn schlafen. Alles gut. Wie geil. Okay, gut. Da war nur diese Schublade, wo wir einen Dietrich für brauchen. Und hier kommen wir jetzt in diesen Hauptsaal. Munition. Warum nicht? Können wir die auch kaputt machen? Nö. Aufschließen. Ah, das ist der Seiteneingang. Alles klar, verstehe. So, langsam wird ein Schuh draus hier. Aber hier unter der Treppe war ja auch noch irgendwie was. Ich dachte, man könnte auf dem Bild irgendwas Schönes sehen. Hier, die Vase ist wieder unkaputtbar. Aber die nicht. 200 Lei. Ist echt eine komische Treppe. Da ist wieder zu. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Ich weiß schon, was ich ungefähr tun muss. Das Schloss ist einfach so schön. Der Weinraum. Okay, man findet wirklich viel hier, hä? Huh? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Aisina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Bouquet, nicht Bouquet. Das habe ich ja falsch vorgelesen. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ornamenten, nicht Ornanieren. Okay. Oh, was sind wir denn hier? Untersuchen. Da können wir was drauflegen. Für eine besondere, mit Blumen verzierte Flasche. Okay. Schade, die Türen können wir nicht aufmachen. In der Demo ging das. Da geht nichts. Aber interessante Bilder hat die hier. Ich frage mich echt, wie das noch alles zusammenhängt. Mit der Geschichte aus dem Anfang. Jetzt sind wir aber echt gut bedient hier mit Pistolenmunition. So.
Hier müssen wir gleich weiter. Ich zeige das schon mal, weil das kenne ich leider auch aus der Demo. Wir können es den nochmal auswählen und kriegen hier das Auge raus. Zack, das rote Auge. Aber ich gucke nochmal eben auf der anderen Seite, weil mich das jetzt doch mal interessiert. Können wir hier auch noch was öffnen? Nee. Was bei der Uhr machen? Nee. Haha! Auch wieder verschlossen. Okay, ich bin wirklich gespannt, wie das alles hier zusammenhängt und was wir hier in diesem Häuschen noch machen können. Aber ich höre die ganze Zeit irgendwas. Ich frage mich, ob wir hier den Kronenleuchter durchschießen können. Das wäre mal interessant. Das ist echt richtig cool alles verziert. Haben die wirklich schön gemacht. Das muss man ja immer wieder sagen, finde ich. So, dann setzen wir mal hier das Auge ein. Oh nein. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sie an. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich will gar nicht verspeist werden. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Okay. Oh, hier können wir rein. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Warum habe ich diesen Diamanten nicht vorher glitzern sehen? Scheiße, jetzt können wir nicht zurück. Ich wollte mich dann noch ein bisschen umgucken. Aber okay, den Part kenne ich auch noch. Den Wein macht hier keiner mehr. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? Vermutlich ist er im Keller gelandet, ne? Ich höre Musik. Oh, Schrottteile. Da ist sie wieder. Oh, das ist die Flasche. Ich glaube, die hat diese verzierte Flasche geholt. Die wir da in dem Weinraum einsetzen müssen. Kann das sein? Sah zumindest so aus. Hier ist noch die Hand drin. High five. Hallo. Da ist noch was. Küken? 47 Schuss jetzt. Bald ist mein ganzes Inventar voll damit. 30, 17. Schiff bewegen.
Steuerung ist echt komisch teilweise. Aber es ist halt viel mehr auf Konsolen angepasst, habe ich das Gefühl. So, glitzert hier auch noch irgendwo was? Hm. 220 Lei. Lei gibt es übrigens wirklich, glaube ich. Irgendwo, ich weiß aber nicht, in welchem Land man da, das die Währung ist oder beziehungsweise war. Boah, das sieht so krass aus hier. Der Beleuchtung und alles. Vertraue auf das Licht. So, das ist jetzt das erste Rätsel. Guck mal, ob man hier oben noch irgendwie was sieht. Jetzt müssten wir eigentlich schon die Dynamik der RTX-Karte sehen. Und wir haben die Geheimtür geöffnet. Wie gesagt, auch das kenne ich wieder aus der Demo. Bums. Wir hätten natürlich auch einfach so dagegen, hä? Wir hätten gar nicht schießen müssen, sehe ich gerade. Wir hätten auch einfach das machen können. Och, ich hätte Munition sparen können. Okay. Wir sind wieder im Folterkeller. Was ist das? Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Jetzt können wir uns zumindest ein bisschen mehr Zeit lassen hier. Ich weiß ja schon, was jetzt kommt. Uah, Gott, ist das eklig. Da gibt es noch was zu essen. Sehr schön. In Ruhe gucken, ob es nicht doch noch irgendwo etwas Verstecktes gibt. Ein glitzernder Edelstein oder sowas. Hm. Oder eine Note. Bestanden. Irina, Michaela, Lois, Ingrid abgelehnt. Dann Dora, Greta, Nadine, Carolina, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Wisst ihr? Raus mit euch. Video ausmachen. Okay, hier gibt es nichts Neues, wie es scheint. Wir haben auch noch keinen Wackeldackel gefunden hier. Toll. Halle des Kriegers. Wenigstens haben wir eine Karte hier. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? Q. Mit Q können wir uns umdrehen. Das ist ja cool. Q für cool. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Aber was machen sie mit den Mädels? Wollen sie daraus auch Vampire machen? Scheiß Jumpscare hier wieder. Schön. Die schon rumkreischen. Metallreste. Hä? Habe ich die nicht schon gefunden, wie sonst was?
Ach, Metallreste sind wahrscheinlich was anderes als Schrottreste, hä? Huh? Ich stelle mir mal lieber noch ein paar von denen her. Vielleicht so eins oder zwei. Ah, das sind wahrscheinlich Metallreste und das sind Schrottreste. Und Metallreste brauchen wir für was anderes. Gebt mir alles. Hey, lass mich rein. Boah, die zerfliegen einfach zu Staub, ey. Was ist das, ein Rohrbund? Oh, wo kommst du denn her? Rohrbombe. Nice. Nein, das wollte ich gar nicht. Kann ich da reinkrabbeln? Kann ich nicht. Jetzt sind wir wieder im Haupthaus. Zellen. Wir können auch geradeaus in die Zellen. Och, Steuerung heute. Achso, ist auf 4. Hm. Werfen wir mal eine. Ja. Hat sie weggeblasen? Ja, hat sie. Da kommt noch einer rausgekrochen. Halskette? Ah. Ingrids Halskette. Was hast du? Kristallner Schädel. Ah. Hat der hier nicht auch noch was verloren? Ah, Schrottteile. Die kommen überall rausgekrochen, ey. Paar Schuss habe ich noch, mein Freund. Jawohl. So geht das nämlich hier. Puh. Ich bin merklich ein wenig angespannt. Da liegt was. Ist nur ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Ich will hier raus. Okay, zumindest werden wir jetzt von der Lady nicht verfolgt. Wie in der Demo.
Oder kommt das noch? Da kommen wir noch nicht rein. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Oh oh. Dich gibt es zum Abendbrot. Nein, bitte nicht. Ich wollte da unten eigentlich noch gucken. Wie möchtest du sterben? Gar nicht. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Sie hasst, glaube ich, Männer. Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Besser. Ich fühle keinen Schmerz. Können wir wieder zurück? Bringt das überhaupt was? Du wagst es, uns herauszufordern? Dafür wirst du büßen, du Bastard! Bringt's jetzt was oder bringt's jetzt nichts? Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern! Oh! Oh, wir haben es geschafft! Hurra! Oh! Ah! Kristallener Torso. Nice. Wir mussten sie also doch so... Oh, scheiße, ey. Wir mussten sie doch so besiegen. Alles klar. Ich dachte, das... Ja, gut. Wir mussten sie wahrscheinlich immer wieder durch die Fenster jagen, ne? Können wir davon noch was herstellen? Rostige Reste fehlen. Aber ansonsten sieht's gut aus. Kristallfragment, kristallener Schädel, kristallener Torso. Kristallene Überreste von einer der Töchter Lady Dimitrescus. Wertvoll. Ingrids Halskette, eine Kette aus Tierknochen, die das Böse fernhalten soll. Wertvoll. Okay. Nice. Ja. Auf normal kommen wir ganz gut durch hier, würde ich sagen. Kommen wir nun in die Küche. Mich wurmt, dass wir hier diese Fässer und so nicht kaputt machen können. Oh, was war denn hier Schönes? Nein, die Weinflasche! Sangios Virginis. Ah, sehr schön. Eine Not. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie blutet einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Na, das ist aber nicht so gut, hier das Personal so zu behandeln. Was ist denn da oben? Wäsche? Oh, hier ist Wäsche aufgehangen. Und Käse. Und Fledermäuse. Alles klar, was haben wir hier? Rostige Reste. Mal sehen, wo wir jetzt wieder rauskommen.
Ich schätze mal, wir kommen jetzt wieder ins Schloss, in den Schlossbereich. Oh, was ist denn hier? Rückstoßkompensator. Lemmy. Sehr schön. Mit Spezialzubehör können Sie im Tab Ihre Waffen aufrüsten. Warte mal. Teil ausrüsten. Büchsenmacher. Alles klar. Eine kleine halbautomatische Pistole. Jetzt haben wir besserere Rückstoß hier, ne? Wie es aussieht. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Wo sind wir denn jetzt im Schloss? Wir sind jetzt in diesem Bereich. Ja, da ist die Küche. Und dann müssten wir wieder in die Haupthalle kommen von hier aus. Da wird jetzt Lady Dimitrescu aber nicht so erfreut sein, dass wir ihre Tochter... Oh! Ein Dietrich. Dass wir ihre Tochter zu Pulver gemacht haben und ihren Torso gleich verkaufen werden. Ich glaube, es ist nicht so toll. So. Kleinganove. Was ist das? Engelsstatue aus Holz. Okay. Zählt hier unter wertvoll? Familienfoto. Oh, unter wichtig. Haben wir uns das schon angeguckt? Positionieren. Okay. Oder ist das unter Engelsstatue aus Holz? Wertvoll. Okay. Okay. Können wir verkaufen, würde ich sagen. Ich kenne diesen Raum. Hier brauchen wir wirklich ein Schlüssel. Einen Schlüssel für. Ups. Das Fenster wollte ich nicht kaputt machen. Aber na gut. Schießpulver. Irgendwas auf diesem Tisch, was wir mitnehmen können. Oder kaputt machen. Ich bin ja auch immer für kaputt machen. Oder aufmachen. Nochmal gucken. Da sind wir wieder in der Haupthalle. Hurra. Ich würde ja erstmal zum Händler gehen. Wir haben jetzt die Weinflasche und kommen damit im Weinzimmer weiter. Kann man beim Händler eigentlich auch Dietriche kaufen? Also ein Engelsgesicht ist das jetzt nicht, dieser Torso, ne? Wir verkaufen es erstmal. Mahlzeit. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Hast du jetzt... Soll ich etwas für dich auswählen? Hast du jetzt etwa Dietriche? Nein, leider nicht. Okay, aber wir verkaufen erstmal. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. 5000 gibt's für den Torso. 3000 für die Engelsstatue und nur 2 für die Ingrid-Kette. Pistolenmunition, Pistolenmunition. Wir haben viel davon, aber die behalten wir erstmal. Okay. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. 23.000. So, können wir hier was verbessern? Feuerkraft. Ich glaube, wir fangen da an. 6.000 für die Feuerkraft, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Auf jeden Fall. Obwohl, warte mal, nein. Wir haben doch noch dieses andere Teil, was wir kaufen können. Diese Magazinerweiterung. Steht da, was das kann? Spezialzubehör erhöht die Magazinkapazität beträchtlich. Dann nehmen wir das hier. Wusste ich doch, dass die... Sofort ausrüsten. Alles klar. Ausverkauft. Und was ist das?
Spezial erhöht die Feuerrate beträchtlich. Ist halt die Frage, ob wir es irgendwann finden, aber dann können wir es wahrscheinlich auch wieder verkaufen, ne, wenn wir es finden. Ich finde das jetzt erstmal so gut. Ich gehe nochmal auf Werkstatt und mache hier Feuerkraft erhöhen, 6000. Und Feuerrate oder Feuerrate. Definitiv aha. Feuerkraft. Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Mehr Schuss. Vielleicht finden wir aber auch andere Waffen noch. Vielleicht spare ich mir das erstmal. Feuerkraft. Sie ist als Investition, Ethan. Zufrieden. Hals- und Beinbruch. Ich denke, so sind wir jetzt schon ganz gut ausgerüstet, ne? Ich frage mich, wo wir diese Perlen finden. Und was wir dafür kriegen. So, erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, setzen wir jetzt mal die Weinflasche ein. Noch ist es ja relativ ruhig hier überall, ne? Ich komme immer wieder hier auf die Taste, wenn ich zurück will. So, der Weinraum ist da. Das sieht man jetzt auch in der obersten Ebene. Weinzimmer. Sag ich doch, ich komme immer auf die Taste. Das geheime Weinzimmer. Schießpulver. Und eine geheime Truhe. Was ist da drin? Ein großer, fetter Schlüssel. Der Hofschlüssel. Alles klar. Ah, der war hier in so einem Regal versteckt. Das in der Castle-Demo, glaube ich. Maiden-Demo, nicht Castle-Demo. Okay, damit müssten wir wieder durch die Küche rauskommen. Warte mal, jetzt kann ich mich hier noch ein bisschen besser umgucken. Das, was ich eigentlich vorhatte. Ich denke mal schon, wir können jetzt immer wieder in die Räume rein, ne? Hier ist alles so gülden. Auch dafür brauchen wir einen Schlüssel. Wahrscheinlich mit der Blume drauf oder so, ne? Genau, hier wollte ich mich jetzt im Ankleidezimmer. Wollte ich mich nochmal ein bisschen umgucken. Da kommen wir nur wieder in den Keller rein. Schade, sonst gibt es hier nichts. Dann gehen wir mal zum Hof, ne? Nee, hier war's nicht. Soll ich dich rumführen? Nein! Meine Kehle ist so trocken. Kommt nicht hier rein, hä? Sonst hätten wir hier auch die Fenster wieder aufmachen können. Oh, wir sind draußen. Nice. Kommen wir hier eigentlich durch die Fenster rein? Ah, das war die Küche. Guck mal. Küche. Innenhof. Alles klar. Haben wir unseren ersten Mini-Boss-Fight schon hinter uns. Selbst hier draußen sind die teuren Vasen. Was war das? Eisenteile, glaube ich. Fast aus, als könnte man da was einsetzen, hä? Und auch hier gibt es wieder eine Tür. Für die man einen speziellen Schlüssel braucht. Den wir natürlich noch nicht haben.
Kann ich ein paar Raben abknallen? Okay, da ist auch noch eine Tür. Hier kann man nur runterspringen. Okay, Lady, können wir noch mal raus? Ich wollte mal gucken, ob wir hier rauskommen, weil ich denke mal, das Tor ist komplett verschlossen. Okay. Halt, stopp. Habe ich mich unten gut genug umgeguckt? Sieht fast so aus, als ob hinter dem Schrank irgendwie was wäre, ne? Gerade eben so hier von der Ecke hier. Bin mir nicht sicher. Okay. Mal ein paar Lei sind hier drin. Hallo, Lady. Es ist aber auch prunkvoll hier. Es ist wirklich schön. Ich mache alles kaputt hier. Alles. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Meint sie mich? Die große Frau? Da kommen wir auch nicht durch. Oh! Ein Plan. Karte des Schlosses Hauptgebäude. Sehr schön. Ah. Schloss Dimitrescu. Was haben wir denn hier? Was ist denn das da? Okay. Einfach nur, weil ich gerne Sachen kaputt mache. Oh, guck mal hier. Noch mehr Munition. Ich kann gar nicht genug haben. Vielleicht hätten wir doch auf schwer weiterspielen müssen. Tick-Tack, Tick-Tack. Irgendwo was Glänzendes hier oben. Wäre jetzt voll fixiert von. Will das immer haben hier. Okay, gehen wir mal hier rein. Oh! Hohoho. Wie geil! Ich würde nicht wundern, wenn hier irgendwie auch ein Rätsel ist. Das sieht so nach Rätsel aus hier. Wir haben kein Spiegelbild. Wir sind ja wahre Vampir. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Die Früchte der Arbeit überreichen. Der Wein fließen. Aha. Untersuchen. Untersuchen. Wie ist denn die Reihenfolge? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Also ich würde sagen, die blinden Frauen. Ist das die blinde Frau? Ist die blind?
Blind für die Männer. Statue drehen. Wenn sie blind für die Männer ist, dann guckt sie nur die Herren an. Würde ich sagen. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass bald der Wein fließen möge. Ist das der Herr? Oder das? Ach, die Frauen sind blind. Ah, okay. Dann muss die natürlich dahin. Die Frauen gucken sich gegenseitig an. Nicht? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ich jetzt schon sage, das ist richtig. Die Armen reichen ihrem Herrn die Früchte. Und die Frauen sind blind dafür. Oder müssen die doch beide rüber gucken? Hm. Dann verstehe ich es nicht. Ist das ein... Ist das ein Kackstuhl? Die Frauen... Was sind denn Avancen? Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Oh, vielleicht muss der doch rüber gucken. Und sie dann doch, weil sie ja blind dafür ist. Ja, so ist es nämlich. Also die Armen versuchen dem Herrn was zu geben, aber die Frau interessiert das nicht. Und der Herr, Avance, naja, er versucht sie natürlich zu beeindrucken, alles klar. Jetzt habe ich es auch. Hat gar nicht so lange gedauert, oder? War noch irgendwas? Warte, stopp. Halt, stopp. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir runter. Oh, das ist ja toll hier. Oh, guck mal hier. Zwei. Ich frage mich, wie viel es davon gibt. Muss ich jetzt wirklich rein in diese Suppe? Ich will nicht. Ach du Scheiße. Ja. Ja, wäre ja Zeit für den Kampf, hä? Ist das alles Blut hier? Aha. Oh! Hallo, Entschuldigung. Der ist noch nicht ganz gut, ganz durchgehangen hier. Da fehlt noch was, ne? Da winkt doch einer, oder? Wink mal.
Ich trau diesem Ding nicht. Vielleicht doch. Hier wird zu sehr gewunken. Schön ein bisschen Geld. Man merkt die Durchschlagskraft der Waffe. Die neue verbesserte Durchschlagskraft. Ah, guck mal, hier können wir zumachen. Wie sieht's denn mit unserer Gesundheit aus? Grün. Alles im grünen Bereich hier. Na komm her, das mach ich auch noch fertig. Ich versuche hier echt Munition zu sparen. Ich versuche es. Aber die sind teilweise härter, als ich dachte. Müssen wir nochmal so eine Arznei herstellen? Ich glaube, noch geht es, ne? Wehe, gibt es irgendwelche Secrets? Nicht gefunden habe. Ach nö. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. Aha. Sind sie zu weit aus? Ja, fast aus dem Bild raus. Sicher jetzt erst. Guck mal, ich habe sogar, ist sogar Blut an der Waffe. Mein Gott. Teile. Fuck you. Sie immer so ein Schwert haben, ey. Okay, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Erst einmal mit der dicken Bertha eins in die Fresse ballern. Oh, das sind nur Stiefel. Und dann nochmal mit der Pistole hinterher. Zwei. Okay, Beletz. Genau so geht das. Genau so. Nachladen.
Wir kaufen gleich einfach noch ein bisschen Munition von dem Händler, wenn wir denn wieder zurückkommen. Okay, haben wir hier alles? Dieser Keller ist gruselig. Wenn jetzt hier wieder auf engstem Raum einer rauskommt, ey. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Oh! Oh, der Aufzug. Und noch ein bisschen mehr Leih. Oh. Das ist mal ein Folterstuhl, du. Da willst du nicht drauf sitzen. Aber was haben wir jetzt im Keller gefunden? Oh. Das ist mal ein guter Aufzug, ey. Das ist mal ein guter Aufzug. Pflanzi. Kommen wir auch wieder zurück? Wahrscheinlich schon, ne? Nice. Wir sind weiter oben. Lady Dimitrescus Gemächer finden. Terrasse. Lady Dimitrescus Gemächer. Ja, hallo. Telefon. Ich wollte aber erst hier gucken. Hier gibt es einen Save Point. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir genau hier. Da war noch Geld. Lassen wir das Telefon mal klingeln. Das triggert eh erst, wenn wir da ankommen. Deswegen, falls ihr die Trailer gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, was kommt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte davon gesehen. Aber ich speichere jetzt einfach hier. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich freue mich schon drauf. Leider muss ich jetzt aufhören aufzunehmen. Kann erst die Tage wieder aufnehmen. Bis dann, haut rein. Ciao.